werden wir noch fast überfahren. Was ist denn hier? Läuft er jetzt wieder? Das hast du mich erst vor 10 Sekunden gefragt. Ach, das ist doch wirklich zum... Was hast du denn eigentlich dauernd? Du brauchst Ewigkeiten und mir ist kalt. Setz dich doch in den Wagen, wenn dir kalt ist. Im Wagen ist es auch kalt. Los, jetzt reparier diese Schrottkiste endlich. Ich könnte längst fertig sein, wenn du mir helfen würdest, statt dauernd rumzunörgeln. Ich nörgle überhaupt nicht rum. Ach ja? Wenn du mit dem Schraubenschlüssel so geschickt wärst wie mit deinem Mundwerk, wäre die Scheißkarre längst wieder flott. Ja, und du hättest ein Ferrari wahrscheinlich. Ach, du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Kein Wunder, dass sie dich bei der Army nicht genommen haben. Ah, das musste ja jetzt wiederkommen, klar. Ich finde den Mantel geil, alter Mann. Kann ich was für dich tun? Und Margarets Mann Charlie, der steuert ein U-Boot. Ich warne dich. Mein Mann? Oh, der ist untauglich. Er arbeitet in einem Gemüseladen. Weißt du was? Das soll's gar nicht arbeiten. Reparier die Karre doch selbst, du blöde Schlampe. Oh, das sagt man nicht zu einer Frau. Das geht gar nicht. Ist das schon prüde jetzt, oder? Du kannst deinen kaputten Motor reparieren, indem du an der Motorhaube X drückst. Dann mache ich das mal für Sie, junge Dame. Brauchen Sie Hilfe? Ach, allerdings. Hoffentlich beherrschen Sie es besser als mein Ehemann, diese Nulf. So hast du doch geheiratet, du falsche Ratte. So, das war's schon. Ich musste nur hier und da kurz mal fummeln. Wirklich? Tja, vielen Dank auch, schöner Mann. Keine Ursache. Da hinten sieht auch kriminell aus. Ja, dann auf geht's weiter. Ich will lieber jetzt hier nicht anrempeln. Und hier Joe? Ein halber Meter, Roger. Oh, das ist schon wieder einer hingefallen. Was ist denn los mit euch, ihr Trottel? So, Joe, wo komme ich rein? Hier? So, Joe? Joe? Ja. Kann man gucken, wo Joe wohnt? Nö. Sicherlich oben, weil der Pfeil nach oben zeigt. Jetzt sind wir auf dem richtigen... Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn sie mir nicht gefällt, soll er woanders hinziehen. Was? Putz einfach im Dunkeln, Leute. Joe. Hey! Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaftes Schwein! Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp! Scheinbar komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, dir scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's.
ich glaube, Joe bringt uns wieder auf. Du hast in nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. 3 Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Ich glaube, Joe bringt uns wieder auf die schiefe Bahn. Aber wir brauchen Geld. Wir müssen Schulden bezahlen. Also sollte uns das nicht stören. Wo ist er? Joe? Du fetter Hund. Joe. Und? Weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Ein nettes Mädchen finden, Familie gründen. Wow. Hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Ja, wer ist dieser Giuseppe? Wohin müssen wir, Joe? Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren, oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Also das 40, hat man gerade an der Seite gesehen. Hey, Vito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Geh nur ein bisschen Gas, das ist keine Polizei. Ja, du hattest recht. Die haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. So hat alles sein Gutes. Das war jetzt knapp. Herr Slowbone, sondern sowas. Giuseppe ist hier hinten, oder? Schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Dann machen wir das doch mal, wenn wir das sagen. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles, sogar gefälschte... Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. Immer Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du? Was hab ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere, Vito. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietricher. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Er hat noch Dietricher, ein absolutes Muss für Diebe und Einbrecher. $7. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst du den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Kinderspiel. Okay. Verwende den linken Stick, um den Stift zu bewegen. Sobald der in der richtigen Position ist, drückst du X, um ihn einrasten zu lassen. Links, um ihn zu bewegen. Das war ja... Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha?
Keine Angst, du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Okay. Ich glaube, wir müssen als nächstes das Auto da oben klauen. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Dann klauen wir mal das Auto. Den Jefferson. Verdammt! Jetzt aber. Was ist mit deinem Tatverdacht, Autodiebstahl! Drück drauf! Roger. Sir, würden Sie bitte den Motor abstellen? Autodiebstahl, ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell! Alles klar. Dieses Fahrzeug wird von der Polizei gesucht. Dann lass mich doch fahren. Oh Gott, sind das Schnee vom Auto geflogen? Das ist doch ein klasse Spiel. Gut, scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut, wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Da gebremst und die Alte sagt zu mir langsamer, nicht die Werkstatt, denn wir hätten ja keine 100 Kilometer weit fahren müssen. Da steht ein Polizist, der gibt uns an. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Tag. Ja, da hätten wir ja nicht weit fahren müssen, Joe. Was darf sein, Kumpel? Machen wir mal einfaches zu. Joe zahlt das sicherlich. Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Neue Nummernschilder, kein Problem. Es ist alles erledigt. Machen wir mal J. Machen wir Handy. HD, du Penner. Neue Nummernschilder? Kein Problem. Okay. Wahrscheinlich, damit uns die Polizei nicht mehr sucht. Sieh eine an. Such dir eine Farbe aus. Wolkenblau, Stein. Na, guck mal, hinten im Regal. Sieh mal. Little Schwarz, Kaki. Ich nehme mal das Galedo Schwarz. Und komm jederzeit wieder. Ja, mal gucken. Mal gucken, was Joe noch so vorhat. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy, er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauche die Kohle dringend. Ach, er gibt uns jetzt Tipps, wie wir... Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick, oder soll ich nochmal reinkommen? Bitte. Hey, Baby, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Was machst du denn? Hallo Kleines, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Der war schlecht. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Das ist auf jeden Fall wirklich rutschig, also der Karren, das stimmt so mehr oder weniger über die Straße. Okay, und jetzt rechts abbiegen.
Ich wir sind fast da. Fahr hier nach rechts. Oder so. Da hinten waren Waffen da. Das ist Mike's Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Dann gehen wir mal zu Mike. Mike hat auch Tempobegrenzung 40 hier. Hey, wen haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn so? Scheiße, Mike. Wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruski. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts ausgefallen ist. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Nun schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse! Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir. Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito. Nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar, lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben. Okay, Mike, halte linke Schultertaste gerückt, um zu zielen. Schieß auf die Reifen des kaputten roten Wagens. Eins, zwei, was? Zwei, zwei. Schieß auf die Reifen. Ah, okay. Oh mein Gott. Hey, du schießt gar nicht schlecht. Hey, Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Wo ist der Tank? Ist der Tank hier? Mist, war noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Mike scheint Pone zu sein. Drücke links, um deine Waffe einzustecken. Fahr mit Joe zu Lone Star Bar. Aber ich würde sagen, genau das machen wir in der nächsten Folge, wenn das heißt Let's Play Mafia 2.